erstmal. Könnt ihr uns hören? Das müsst ihr mal kurz Bescheid geben, ob ihr uns hören könnt. Wir hören dich. Super. Ich höre dich. Sound ist gut. Okay, das hört sich gut an. Wir haben zwei Seiten aufgebaut für euch. Und okay. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Hallo zusammen. Wir haben hier drei Kameras. Wir haben hier einmal Leas Kamera, wir haben hier YouTube und wir haben hier euch. Oh mein Gott. Ey, ich muss ganz kurz noch mal gucken, ob was ihr sagt, ob alles gut ist. Bitte gebt mir noch mal Bescheid, ob alles in Ordnung ist. Ja, ja, ja. Sehr gut. Okay, wir hören dich. Viel Hall. Okay, ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich hier auch so laut bin. Ich mache doch noch mal ein bisschen leiser hier. Ihr seid jetzt aber sehr leise, ne? Ich dachte, ich mache ein bisschen Musik. Okay, ich glaube, wir sind alle da. Ja, ich glaube, es ist alles gut. Okay, ich glaube, wir können anfangen. Let's go. Wir fangen an mit Aufwärmen, damit wir ein bisschen warm werden. Die liegt schon gleich. Okay, Leute, ich hoffe, ihr seid alle bereit. Ich hoffe, ihr habt alle eure Matten beiseite gepackt. Und ich hoffe, ihr seid genauso motiviert wie wir. Das ist übrigens Lea. Hallo Lea. Hallo Fiona. Schön, dass du da bist heute. Schön, dass ihr alle da seid. Genau. Wir haben uns hier unsere kleine Ecke für euch aufgebaut. Oh, und ich bin total gespannt, was ihr sagt. Okay, geht schon direkt weiter. Wir machen heute unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Genau, zwei. Einmal für die Hartgesonnenen und einmal für die Anfänger, würde ich nicht sagen, aber ein bisschen entspannter und ruhiger. Wir werden uns beides zeigen. Wie sie direkt angefangen ist, einfach. Normalerweise muss ich die Leute dann erstmal begrüßen. Ja, wir wissen ja, was wir heute vor uns haben. Ostern ist vorbei. Das ist natürlich der Unterschied, wenn man Sport mit einer Trainerin macht. Ne? Da wird nicht lange gelabert. Genau. Da wird direkt angefangen und Backkick. Okay. Leute. Ich bin heute für den Part Motivation hier. Das heißt, ich werde euch versuchen, ein bisschen zu motivieren. Wer meine Storys gesehen hat, der hat gesehen, ich habe gestern schon durchgezogen. Ich hoffe, ich kriege das heute hin. Natürlich. Und Squats. Oh mein Gott. Und hoch. Okay, alles Leute. Anspannen. Knie nicht über die Zehenspitzen. Genau. Hintern vor allem. Und tief. Ihr habt unterschiedliche Seiten. Bei Lea seht ihr alles von der Seite. Bei mir seht ihr alles von vorne. Genau. Und zur Seite. Bein öffnen und tief. Bein wechseln. Und runter. Für alle, die Angst haben, dass sie das jetzt hier verpassen, wir speichern das ab. Und es wird auch später noch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen sein. Also keine Sorge. Genau, noch zwei. Ich glaube, du gehst jetzt schon fast ein bisschen aus dem Bild raus, wahrscheinlich. Gut, sehr lange Arme, sehr lange Beine. Und an die Zehenspitzen diagonal. Okay, Leute. Schön Spannung auf den Körper. Richtig schön warm machen zusammen hier. Genau. Ich hoffe, ihr seid alle heute gut drauf. Und habt hier genauso viel Bock wie wir, das hier voll mit euch durchzuziehen. Noch zwei. Gut. Und wir kreisen die Arme. So. Alle eure Muskelgruppen müssen jetzt schön warm werden. Also, wenn ihr noch nicht das Gefühl habt, ihr seid warm, dann ist schlecht. Dann ist nämlich der Fall. Könnt ihr das gleich alles nochmal von vorne machen? Und Richtungswechsel. Genau. Ich denke die ganze Zeit, ich muss laut sprechen, damit die mich hören da hinten. Aber ja, aber ich glaube. Okay, andere Arm. Genau, die hören uns jetzt schnufen. Ich bin ja immer eher ein bisschen lauter. Ich auch, tendiere sehr dazu. Zum Lauten. Und wechseln die Rechte. Richtig schön kreisen, Leute. Genau. Ja?
Und die Arme weit öffnen nach vorne, die Schulter dann zusammenziehen. Komm du mal ein bisschen wieder rein, ich glaube, die Leute sehen dich sonst nicht. Schön Spannung halten, Arme gerade, Schulter hoch. Gut, und zum Schluss die Hüften halten. La la la. Sieht immer ein bisschen dehnlich aus, aber nicht ganz. Wir müssen warm sein, das Ganze. Richtig schön. Wie als würdet ihr einen Hula-Hoop laufen. Hier um euch herum springen lassen. Und in die andere Richtung. Andere Richtung. Okay. Gut, wir sind gleich durch und dann starten wir. Sag uns doch nochmal, Lea, was wir jetzt heute genau machen. Wir machen ein Full-Body-Workout. Ich habe 6 Übungen für euch alle vorbereitet. Wir fangen an bei den Beinen, gehen nach oben auf den Oberkörper und dann treffen wir uns in der Mitte für die Abs, damit wir schön an unserem Sixpack hoffentlich also arbeiten. Für alle, die das vielleicht noch nicht wissen, aber Lea trainiert jetzt seit, ich glaube, fast einem Monat oder so mit mir oder ein bisschen länger schon. Ja. Ja, und letztes Mal war richtig schlimm. Letztes Mal hat sie mich so hart dran genommen. Da habe ich echt richtig, da war ich so richtig an meinem Tiefpunkt. Ich möchte nicht, dass ihr heute an euren Tiefpunkt kommt, definitiv. Aber ich möchte, dass ihr merkt, dass es brennt. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist zu schwer, dann guckt immer bei Lea. Genau. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt eine Schippe drauflegen, dann guckt ihr bei mir. Ich hoffe doch, dass ich das hinkriege. Natürlich, ja. Motiviert euch einfach, versucht es einfach. Fangt vielleicht gerne mit der schwereren Version an und wenn ihr dann merkt, das ist vielleicht doch ein bisschen schwierig, dann macht ihr einfach dann wechselt ihr die andere Seite. Ich gucke jetzt noch mal einmal, bevor hier irgendwas schief gehen sollte. Schöne Bewegung bleiben, wir wollen nicht wieder auskühlen. So, ich glaube, alle sind soweit hier. Gut. Darauf war ich nicht vorbereitet, aber schau motiviert zu, sagt jemand. Gut, ja, bin gemütlich an. Hier sagt jemand, ich bin gemütlich am Frühstücken und esse Waffeln. Ja. Viel Spaß euch. Gut, damit. Ja, kein Problem. Kein Problem, bei euch läuft hier alles okay. Alles gut, wir sind insgesamt gerade über 480 Leute. Super. So, also. Perfekt. Wir starten. Erste Übung. Forward Lunges. Also, rechte Bein geht nach vorne. Wir treffen uns unten. Schön gerade. Und schwillst zu der Seite, wo unser Bein vorne ist. Und komm zurück. Anderes Bein. Links vor, links drehen. Einfache Variante. Fiona macht weiter. Wir gehen nur in den Lunge. Und wieder zurück. Oh, bin ich schon direkt weggerutscht. Chor schön anspannen. Also, die Matte macht bis ihre. Wir machen das ohne. Gut, insgesamt 12 Mal das Ganze. Wir sind bei 5. Okay, Leute, kommt. Orientiert euch an mir. Macht die härtere Variante einmal. Und wenn nicht, dann macht ihr es so wie Lea. Genau. Und bleibt einfach ganz stabil gerade. Genau. Wir haben noch 4 vor uns. Rechts. Schaut, dass ihr einen geraden Rücken habt. Schultern schön nach hinten. Und 2. Okay. Ich hoffe, es brennt langsam in den Oberschenkeln. 2. Übung. Hold. 1, 2, 3. Und öffnen. 1, 2, 3. Und öffnen. 1, 2, 3. Und jump. Genau. 1, 2, 3. Leichte Variante. Nur pulsieren. Und wieder hoch. 1, 2, 3. Wenn ihr euch auf einen Kinderstuhl setzen wollt. Po anspannen, gerader Rücken, Schulter nach hinten. Falls ich mich hier nur wieder mal verzähle, das ist so eine Krankheit von den PTs, wir haben es nicht so mit Nummern. Ich glaube, wir sind bei 5. Super. Hälfte ist durch, noch 6. Okay, bei mir brennt es schon. Sehr gut. So. Nicht aufgeben, Leute. Bis zum Ende durchziehen, ihr werdet euch besser fühlen. Noch 2. So. Gut. Letzte Mal. Tief. Oh. Bisschen ausschütteln in die Beine. Oh, bei mir brennt es schon richtig in den Oberschenkeln, Leute. Sehr gut. Ich hoffe bei euch auch. Also wenn ihr das Gefühl habt, das war jetzt schon zu viel. Ich merke es auf jeden Fall auch sehr schon. Sehr gut. Kommen nur noch 3 Runden von den ganzen. Habt immer noch etwas zu trinken dabei, wenn ihr trinken möchtet. Schön Wasser nehmen zwischendurch. Wichtig. Wir kommen zum Oberkörper.
Wir gehen runter auf die Matte, auf unsere Knie. Gehen in den High Plank. Schaut, dass ihr mit dem geraden Rücken seid. Tap zur Schulter. Tap. Fortgeschrittene Version. Push-up. Oh Gott. Und Tap. Ich soll die fortgeschrittene Version machen. Ja, natürlich. Ich habe gestern Arme gemacht. Das schaffe ich niemals. Die andere Variante. Ihr bleibt beim Tap. Legt euch komplett auf den Boden. Hände kurz hoch. Und pusht euch hoch. Tap. Okay, Leute. Tap. Runter. Let's go. Vielleicht für die Leute, die gerne den Push-up trotzdem machen wollen. Ihr könnt theoretisch auch so ein bisschen hier nach unten genau. Die Beine legen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht hier. Aber dann den Rücken gerade lassen und dann könnt ihr auch mit den Knien nach unten in den Push-up. Genau. Das werde ich wahrscheinlich nach dem zweiten oder dritten Mal machen. Gut, okay, wir fangen an. Tap, eins, zwei, tief und hoch. Tap, tap, tief. Schön den Po anspannen. Tap, tap. Wie ein gerades Brett. Tap. Super. Oh. Tap. Tap. Tief. Oh. Gut. Tap. Tap. Oh. Seht ihr, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Gut. Okay, komm mal. Wechsel. Tap. Wir ziehen durch. Tap. Tief. Tap. Tap. Tief. Gut, Tap. Ich darf jetzt zwischendurch Pause machen, ne? Ich muss ja meine Kundinnen korrigieren. Gut, Fiona. Tap. Tap. Versuch nicht so viel zu wackeln. Mit dem Hintern schön gerade bleiben. Und tief. Die letzten drei. Gut. Tap. Tap. Tief. Noch einer. Super. Setzt euch nach hinten, lehnt euch zurück. Entspannt eure Arme und Schultern. Gut, also nah. Ich schwitze schon, Leute. Ich schwitze schon. Wir stehen langsam auf. Zweite Übung für den Oberkörper. Schulterbreit stehen wir. Wir gehen runter. Tap, tap, tap. Und zurück. Let's go. Für alle das Gleiche. Tappen, so weit wie es geht, nach vorne tappen. Ah, okay. Und wieder aufstehen. Gut. Übung für die kompletten Körper. Geht ins Plank und tappen. Super. Oh, gut. Und tief. Wer es hart möchte, folgendes. Tap, tap, tap. Push-up. Oh. Und hoch. Ich möchte es nicht hart gerade. Ist in Ordnung. Let's go. Sehr schön. Schön Beine durchgedrückt lassen beim Hochkommen. Und tief. Super. Die letzten sechs. Come on, Leute. Sechs Stück. Bis schaffen wir noch. Durchziehen. Oh. Die Eins. Ostereier, Schokolade, die Ostereier und die Schokolade müssen wieder runter. Come on. Gut. Und tief. Drei. Komm, Hester haben wir. Und jetzt noch drei. Eins. Gut. Zwei. Bis zum Ende durchziehen, Leute. Come on, ihr letzte. Wofür ihr es macht. Und tap. Hoch. Gut, super. Kurz ausschütteln. Tief atmen, versuchen den Puls ein bisschen runter zu bekommen. Schön durch die Nase ein. Genau. Durch den Mund aus. Trinkt bitte etwas, wenn ihr möchtet. Noch, why not? Fisch der Boy. Und dann kommen wir gleich runter auf die Matte. Und zwar Bauchmuskelzeit. So. Mal kurz zur Seite. Wir legen uns auf den Rücken zum Support. Hände unter den Hintern. Oberkuppe hoch, Bauch anspannen, gerade die Beine tief öffnen zusammen und okay. Wieder hoch. Ich bin mal ein bisschen weiter hier, weil tief. Wer hat lange Beine? Öffnen. Oder ich mache hoch. Variante noch mit zwei ist, wir gehen tief und nur wieder hoch. Okay. Tief. Okay, Leute, okay. Wie viele? Zwölf. Zwölf, Leute, zwölf. Yalla, yalla, wir schaffen das. Hoch. Beine hoch, gerade runter, Oberkörper angespannt. Schiffen, so geht. Du öffnest, ich
Gut. Und tief. Sehr gut. Kinn. Wo soll das Kinn hin? Ruhig runter auf die Chest. Brust. Chest. Brust. Kein Problem. Und ich so tief wie möglich mit den Füßen über den Boden. Nicht absetzen. Und runter. Gut. Komm, jetzt ist durch. Wir schaffen das. 6 Stück noch. 1. Sehr schön. 2. Letzten 4. 3. Füße nicht ablegen. Halten. 5. Einer. Und der letzte. Kommt, Leute. Super. Yeah. Sehr gut. Gut gemacht. Ich hoffe, ihr seid alle wach mittlerweile. Also die Waffeln essen. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Die hier mitmachen. Genau. Ich hoffe, ihr seid genauso am Start wie wir. Und am Schwitzen wie wir. Also ja. Das will ich schwitzen. Jetzt wollen wir an die seitlichen Bauchmuskeln. Und zwar, wir legen uns auf die Seite. Hier jetzt am besten einmal in die Kamera von Lea gucken. Da seht ihr es, glaube ich, ein bisschen besser jetzt. Ellbogen unter die Schulter. Stützt euch hoch, bis die Hüften vom Fußboden weg sind. Linker Arm geht hoch. Und ihr dreht euch ein. Guckt zu eurer Hand. Und drehen. Andere Variante, wenn ihr Schwierigkeiten daraus habt, einfach auf die Knie. Bewegt die Knie. Kommt hoch. Und turn. Ich will ja noch mal ein bisschen leiser machen. Du bist hier und immer hoch. Du bist hier immer noch an. Immer noch laut. Jetzt doppelt. Jede Seite. 12 Mal. Gibt es hier eine schwierig oder leicht? Genau, also schwierig war oben hoch. Oben Knie hoch. Sind in der Luft. Variante 2. Knie anwinkeln auf dem Boden. Und nur die Hüfte. Okay, let's go. 12. Let's go. 12 oder 6, 6? 12 und 12. Oh mein Gott. Wir sind ja in der ersten Runde. 2. Bauch schön anspannen. Ihr solltet es an den seitlichen Bauchmuskeln merken. 3. Gut. 4. 5. Schön schauen, was eure Hand macht. 6. Komplett mit runtergehen. 11 haben wir. 7. Gut. Letzten 3. 11. Und der letzte. 12. Gut. Absetzen. Und Seite wechseln. Ich mache es jetzt einfach mal so, dann mache ich es so. Sehen die nicht von der anderen Seite. Genau, dann mache ich es hier noch. Gut, leichte Variante wieder. Knie bleiben unten, Ellbogen unter die Schulter, gerade hoch. Ellbogen direkt unter dem Schulter, unter dem Schulterblatt hier. Und richtig ein. Durch. Schön die Hand verfolgen. Gut. 3. Perfekt. Ja. Arm lang lassen. 5. 6. Komm, helft an die Seite. Los geht's. Letzte Übung. 8. Noch 4. 9. 10. 2 noch. 11. Kommt, den letzten schaffen wir noch. Und einer. Pause! Erste Runde haben wir geschafft. High five! Unbedingt was trinken? Ja, geht nochmal trinken. Entschuldigung, nicht wenn vergessen. Ich immer mal so aus dem Bild laufe. Ich gucke einfach mal, ob hier alles gut läuft. Ja. Hallöchen, Hallöchen. Ich gucke gerade nochmal. Akustik ist schlecht. Es tut mir leid, Leute, wenn das nicht so gut ist von der Akustik. Aber tatsächlich ist das hier, glaube ich, das Hallen von dem, wie sagt man, Gym. Große offene Raum. Wir chillen auf dem Sofa, sagt hier jemand. Kein Problem, alles gut. Gut. Perfekt. Okay, wir haben noch Leute, 3 Runden vor uns. 3 Übungen, 3 Sets, besser gesagt, oder? 3 Sets. 3 Sets, genau. Alle Übungen nochmal. Alle 6 Übungen. 3 Runden. Okay, Leute. Wir starten wieder. Beine. Rechtes Bein vor, Forward Lunge. Und der Turn. Ah, genau. Ich war jetzt die leichte Variante. Ach, wir wechseln jetzt. Let's go. Okay. Machen wir. Und Turn. Gut. Ach komm, wir schaffen das beide. Ja, natürlich. Jalla, wir machen jetzt beide Richtung links. Beide die schwere Variante. Genau.
Ach, jetzt bin ich die ganze Zeit falsch. Links vor und so. Links drehen. Jetzt haben wir. Links vor, rechts drehen. Wollte ich gerade sagen. Rechts drehen und rechts. Da haben wir hier das weibliche Syndrom. Links und rechts. Klappt halt okay, Leute. Und Hälfte. Bauch schön anspannen. Ihr dürft es im Bauch merken. Deshalb machen wir den Twist. Bin nicht für die Macht geeignet. Jetzt drei. Weiter. Schön unten bleiben. Nehmt euch Zeit. Balance ist wichtig. Letzter. Und schön hart hier im Bauch. Achso, ich dachte, da war noch einer. Nö, passt schon. Hab eine extra Runde gemacht. Gut. Squat Pose und Jump. Okay. Dreimal unten posieren. Schaut, dass der Rücken gerade bleibt. Also da brennt es bei mir tatsächlich am meisten. Ja. Noch sechs. Aber dann, wenn ihr das Gefühl habt, das ist richtig scheiße, dann bringt's was. Genau. Oh. Noch zwei. Der letzte. Gut. Schüttel aus. Wir gehen wieder tief auf die Matte. Keine Verschnaufpause hier. Nö. Warum auch, ne? Ja, ist ja Sonntag. Wir müssen mal ein bisschen im Ballon kommen. In Deutschland ist noch früh. Da geht's gleich noch zum Mittagessen, zur Oma wahrscheinlich. Interessant. Vorher hier eine Runde mit uns. Genau. Für uns kocht hier keiner Sauerbraten und Spätzle. Gut. So, High Plank. Tap. Tap. Push up. Auf die Knie, wenn ihr mögt. Und hoch. Super. Fünf schon durch. Hälfte. Bauch anspannen, dass der Po nicht so wackelt. Und tief. Die letzten fünf. Super. Gleich geschafft. Nicht aufhören. Zwei. Und der letzte. Und tief. Oh. Gut. Nach hinten setzen wir mit Arme Richtung Boden drücken. Oh, Leute. Und Impuls, etwas runter. Nicht vergessen zu atmen. Ganz wichtig. Langsam aufstehen. Und die Inchwürmer, wer auch immer diesen Namen vergeben hat. Den was? Inchwurm. Inchwurm? Ist halt wie Zentimeterwurm auf Deutsch oder so? Ist ich weiß es nicht. Wir gehen aber für Zentimeter. Zentimeter tief bis zum Ende und komm wieder hoch. Und tief. Beine gestrickt lassen. Genau. Komplette Körperspannung. Dann merkt ihr es auch hinten hier. Ich meine, wer hier schön die Arme morgen spüren, aber das darf es auch. Super. Und? Oh. Ja. Oh, Leute. Let's come go. On. Super. Noch sechs. Hälfte. Geschafft. Oh. Super macht ihr das. Vier. Bis zum Ende durch. Ihr werdet euch besser fühlen. Und ihr seid natürlich auch stolz auf euch. Zwei. Wenn ich ruhig bin, dann wisst ihr, woran es liegt. Jalla. Geschafft. Gut gemacht. Trink bitte was, wenn ihr möchtet. Alles okay, Fiona? Ja, alles super. Also. Ich möchte auch nochmal, ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu sagen, egal wie viel Sport man treibt und egal wie fit man ist, es gibt immer Tage, an denen kann man richtig gut performen,
Und es gibt Tage, an denen ist man wirklich einfach körperlich nicht fit. Ja. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Das kann das falsche Essen am Tag zuvor gewesen sein. Es kann das Schlaf sein, falls ihr nicht gut geschlafen habt. Es kann aber bei uns Frauen zum Beispiel auch sein, kurz bevor man die Periode bekommt, ist es bei mir auch ganz schlimm. Ich weiß noch den einen Tag, da habe ich mit Lea getrainiert und da habe ich gedacht, so, boah, heute war ich so außer Form. Und dann habe ich den nächsten Tag meine Periode gekriegt und dann war es mir erstmal wieder bewusst, weil klar, der Körper hat Hormone, der Körper arbeitet verschiedene Sachen durch und dementsprechend performt man auch unterschiedlich. Deswegen, wenn ihr mal einen Tag habt, an dem ihr nicht so gut performt, heißt das nicht, dass ihr schlecht seid. Im Gegenteil, euer Körper braucht vielleicht mal gerade Regeneration oder sonstiges. Genau. Einfach am nächsten Tag wieder weitermachen und immer das Gefühl haben, irgendwie, come on, ich mach das. Ja. Aber man darf es auch akzeptieren, dass der Körper nicht so mag. Weil wenn man dann immer noch weitermacht, immer einen oben drauf, kommt bis doppelt schlimm. Ja, ich glaube, es ist eine wichtige Balance dazwischen zu finden. Ne? Nicht aufzugeben, wenn es halt mal wehtut, ein bisschen brennt, weil das ist das, wo was passiert. Ja. Aber wenn ihr wirklich das Gefühl habt, euch ist schwindelig, es drückt in der Brust, ihr habt Atembeschwerden oder sonstiges, dann macht einfach auch mal ruhiger Pause. Genau, macht einfach Ruhe. Gut, wir gehen runter. Der Bauch ist dran. Hoppala. Also, wir legen uns hin, nicht zum Schlafen. Hände unterm Po. Beine nach oben, lang strecken. Oberkörper geht hoch. Anspannung im Bauch. Und tief, kurz am Fußboden. Halten und wieder hoch. Und tief. Macht die schwierige Variante. Natürlich. Mit dem Split. Und tief. Richtig schön über dem Boden. Genau. Ja. Wenn ihr trotzdem noch Schwierigkeiten habt, dann macht ihr ein Bein. Tippitoes runter und hoch. Immer Spannung auf dem Bauch halten. Und die Beine wirklich, wenn ihr nach unten kommt, wirklich strecken. Ja? Also nicht irgendwie so leicht noch angewinkelt oder so. Wirklich strecken, spreizen. Genau. Gut. Und tief und halt. Wie viele haben wir? Ja, ich glaube noch 5. Okay, komm on. 1. Gut. Gleich durch. Noch 3. Tief. 3. Gut. 4. Einer. Halten. Halten. Halten, halten, halten. Und lösen. Spreizen. Gut. Und lösen. Sehr gut. Richtig gut, Leute. Also wenn ihr jetzt bis jetzt durchgehalten habt, habt ihr es schon richtig gut gemacht. Genau. Also könnt ihr schon echt stolz auf euch sein. War das jetzt schon das zweite komplette Set? Nee, wir haben noch Side Plank. Oh. Und der Tunnel. Okay. Let's go. Auf die Seite, Leute. Variante 1. Komplett hoch. Variante 2. Knie bleiben unten. Richtig schön den Arm nach oben angucken. Und dann unten durch, als würdet ihr was weggreifen wollen. 1. 2. Die Hand komplett strecken. 3. Super. 4. Bauch weiterhin anspannen. 5. Und drehen. Jetzt haben wir. Genau. 7. 8. 4. 9. 2. Komplett eindrehen. Ja, es brennt. Und das darf es. Okay. Hier müsst ihr es jetzt spüren an der Seite. Genau da. Wenn ihr es nicht spürt, dann habt ihr was falsch gemacht. So. Gut. Andere Seite, come on. Ladies, ihr schafft das. Klar. Okay. Also, Ellbogen wieder unter die Schulter. Hüfte hoch. Arm lang machen. Fingerspitzen gerade. 1. 2. Gut. 3. 4. 5. Super. Durchhalten. 6. Hälfte. Und tief. 7. Komplett eindrehen. 8. 4. Noch. 9. Gut. Uff, jetzt brennt. 2. 11. Geschafft! Ich bin umgefallen. Oh, jetzt haben wir es, ja?
Jetzt haben wir zwei Runden sind durch. Trink bitte was, ganz wichtig, nicht vergessen. Eine Runde noch, Leute, come on. Das schafft ihr. Kriegen wir hin. Euer ganzer Körper wird hier gerade trainiert. Vor allen Dingen jetzt gerade hier die Seiten. Das hat richtig schön gebrannt. Trinkt was, wenn ihr möchtet. Nehmt euch aber auch eure Zeit, wenn ihr sagt, hey, geht nicht mehr, dann macht ihr nur die Hälfte zum Beispiel. Macht Pausen zwischendurch, ist gar kein Problem. Genau, nicht in Stein und Meißel gedruckt, dass ihr genau das gleiche Tempo durchhalten müsst. Geht nach eurem Tempo, jede Person ist anders. Und deshalb sind halt auch die PT-Stunden recht wichtig, weil da wird auf euch einzeln eingegangen. Ihr geht nicht in ein Fitnessstudio, macht keine Spinning-Groups, Zumba-Classes, wo einfach die Masse abgedeckt wird. Was ja überhaupt nicht schlecht ist, was ich damit nicht meine. Nee, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch selber weiß, ne? Und auch lernt, was sind seine Grenzen, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut. Und gerade jetzt das letzte Mal, wo ich erzählt habe, dass ich was gemacht habe mit Lea, was mir nicht so gefallen hat, war es halt einfach etwas, was ich nicht so gut konnte und wo ich halt einfach nicht so stark war. Ja. Aber das hätte ich wahrscheinlich nicht trainiert, wenn ich alleine gewesen wäre. Ja. Das sind auch die letzten Male, wo man sagt, wo man lieber vorher sagt, ach komm, hab ja genug gemacht heute. Ja, ja, ja. Und ja, ich meine, Squats ist eine recht einfache Übung, aber wenn es um Koordination, Balance geht, das sind Sachen, die sind automatisch schwieriger. Ja, ja. Aber das sind die Übungen, wo man auch schnell den Progress sieht, wo man schnell merkt oder verbessert, ich kann es länger halten, ich mache mehr Reps. Das also, sind, da kommen wir nicht drum rum, auch ich nicht. Weitermachen, nicht aufgeben. Genau. Wir machen die letzte Runde, Leute, komm mal, gib noch mal alles. Genau, alles sammelt noch mal. Und macht jetzt noch mal richtig, richtig mit. Da, wo es brennt, merkt es euch, da passiert was. Genau. Let's okay, go. Let's go. Runter, Twist. Und Bein wechseln. Sehr richtig schön. Schön stabil sein, Bauch anspannen. Genau. Wenn ihr merkt, ihr kommt aus der Balance, erst runtergehen und dann eindrehen. Gut. Und ansonsten nur tief. Und hoch. Gerne kurz halten, ein, zwei Sekunden, damit ihr es ordentlich merkt. Bauch weiterhin anspannen. Wie viel Sabbel? So viel, ich merke nicht. Wie viel hatten wir, Fiona? Keine Ahnung. Ich glaube noch sechs. Let's go. Sechs, wenn nicht. Machen wir einfach noch. Genau. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Eins. Oh, sehr schön. Übung Nummer zwei. Squat Pulls. Eins, zwei, drei. Jump. Oder ohne Jump. Okay. Jetzt ich muss nochmal kurz die Luft holen. Okay. Tief. Eins, zwei, drei. Und Jump. Langsam abrollen. Zwei, drei. Schön fokussiert auf die Phase, wo wir runtergehen. Spannung im ganzen Körper, nicht nur in die Oberschenkel. Gut. Die letzten sechs. Eins, zwei. Bis zum Ende des Trends. Ich weiß. Noch zwei. Letzter. Geschafft. Super, Ladies. Oh, sehr schön. So. Die Übung, wo es bei mir richtig immer knallt. Im Oberschenkel. Genau, Beine generell, großer Muskel. Das war ein Spruch. Das ist intensiver, merkt man. Tief einatmen. Genau. Wir gehen auf unsere Matt. Hände unter die Schultern. Knie vom Boden. Po tief. Stabil. Eins. Zwei. Und tief. Eins, zwei. Super. Eins, zwei. Versucht die Ellbogen schön nach innen zu nehmen. Und hoch. Hälfte. Bis zum Ende noch vier. Angespannt lassen. So wenig wie möglich nach links und rechts schaukeln. Gut.
Der letzte. Und tief. Und hoch. Sehr gut. Unsere Füße lang machen mit. Tief an aus. Gut, macht ihr das. Sehr, 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 sehr gut. Und ja, ihr dürft schwitzen, ne? Ist erlaubt. Ist erlaubt. Also ich schwitze. Guck mal, wenn ich mich mit vor auf die Matte sitze, dann kann ich einfach nicht ja, die Matte sauber machen. So, dann schwitze ich schon. Also, ja, wenn ihr das, wenn ihr richtig durchzieht, dann dürft ihr auch schwitzen. Genau, die letzten drei Übungen. Come on, Leute. Der Wurm, let's go. Tief. Tap. Und wieder. Sehr gut. Komplett nach vorne, bis es nicht mehr geht. Und genau. Wir haben schon vier. Habe ich geschafft. Noch sechs. Den habe ich nicht gut gemacht. Wenn ihr mal eine Übung nicht gut macht, sammelt euch wieder. Versucht sie direkt besser zu machen. Genau, korrigiert euch selber. Seid kritisch mit euch selber. Noch drei. Ich schummel gerade ein bisschen beim Hochkommen. Einmal noch. Der letzte. Let's go. Tap. Und hoch. Oh. Gut gemacht. Schön tief ein- und ausatmen. Oh, Leute. Trinkt was. Die letzten zwei Übungen. Für mich immer, wenn ich so weit bin, okay, sind nur noch so ein paar Übungen und Wiederholungen. Ihr müsst euch das so vorstellen, als würdet ihr laufen und so am Ende des Tunnels so diese Zielgerade sehen. Aber visualisiert euch, als würden da Leute stehen und für euch klatschen und sagen so, komm, 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 komm. Weil ich glaube, das ist manchmal ist das einfach nur aus alles Hauptsache. Eine Kopfsache, ja. Wenn ihr aber die letzte Übung so macht und sagt, oh, ich habe gar keinen Bock mehr, dann macht euer Körper auch nicht das, was er soll. Habt selber so diese Energie, macht euch gute Reihen, genau. Weil macht es für euch. Ihr tut eurem Körper gut. Und ich kenne niemanden, der je gesagt hat, Lea, also heute nach dem Workout habe ich mich nicht so gefühlt. Nein, es ist immer positiv, man hat mehr Energie, ihr schüttet Endorphine vielleicht. Natürlich, man ist kaputt und müde. Aber ich glaube, es ist ein gutes Gefühl von kaputt und müde, wenn man etwas getan hat. Deswegen, los geht's! Los, genau, die letzten zwei Übungen. Auf die Matte. Hinlegen. Come on. Ein und aus. Hände unterm Po. Füße nach oben. Oberkörper hoch. Und tief. Eins. Halten. Und Beine gerade lassen. Anspannen. Gut. Drei. Nicht absetzen. Genau, nicht absetzen und gerne dürft ihr auch den Beckenboden dabei anspannen. Vielleicht hat die eine oder andere bereits ein Kind bekommen. Ganz wichtig, Beckenbodenübung. Gut. Und tief. Zählst du? Ja. Wo sind wir? Noch sechs. Okay. Halten. Super. Die letzten vier. Come on, Leute. Let's go. Nur noch zwei. Tief. Halten, anspannen. Okay, komm, letzte Mal. Und hier nochmal halten, halten, halten. Halten, halten, halten. Gut. Und lösen. Oh. Super. Sehr gut. Und schon die letzte Übung. Schließ vor uns. Kleine Schritte, kleine Gruppen machen an Übungen. Damit man das Gefühl hat, man ist relativ schnell durch. Gut, komm auf die Seite. Leute. Zieht nochmal durch. Schulter
Genau. Und Ellbogen sind auf einer Linie. Genau. Hier schön. Unten. Volle Hand, dass ihr euch schön festhaltet. Schön hochkommen. Arm lang, gerade und tief. Die Augen folgen der Hand. Anspannung im ganzen Körper. Gut. Und tief. Hälfte durch. Oben bleiben mit der Hüfte. Gut. Noch drei. Letzte Mal. Tief. Gut. Lösen. Andere Seite. Oh. Zwiebelt. Ja. Gut. Das darf es. Come on. Letzte Mal. Ellbogen, Schulter, Knie runter, wenn ihr mögt. Hüfte hoch, gerade an. Let's go. Tief. Come on, Leute. Drei. Gut. Vier. Fünf. Licht kommt immer näher am Ende des Tunnels. Hälfte. Eins. Die letzten fünf. Super. Drei. Come on. Noch zwei. Let's go. Letzte. Letzte. Ja! Yeah. Geschafft! Aber meine Überraschung wie immer. Was hast du noch? Letzte Übung. Was willst du? Knackigen Finisher Burpees. Oh mein Gott. Ja, wir lieben sie alle. Alle so. Wir sind fertig. Nein. Wir haben es geschafft. Nein, die letzten 10. Okay, come on. Wir senken fest. Come on, Leute. Gut. Wenn Lea sagt, da geht noch was. Da geht noch was. Die letzten Reserven dann noch rausholen. Was. Zwei Varianten. Jump. Push-up hoch. Jump in. Jump. Variante 1. Variante 2. Wir gehen langsam runter. Step, step. Legen uns tief. Hoch. Jump. Und stehen auf. Okay. Einfach schwer, schwer, einfach. Alles schwer. Ja. Was mache ich? Schwer. Okay, was muss ich machen? Ich habe nicht gehört. Tief. Jump. Push-up oder ganz hinlegen. Okay. Jump in. Okay. Einmal weggerutscht. Einmal durch den Raum. So, warte. Nochmal. Eins, zwei, drei. Tief. Jump. Hinlegen. Hoch. Jump. Und aufstehen. Let's okay. Go. Tief. Jump. Hoch. Und tief. Drei durch. Tief. Sehr schön. Bis zum Ende durch. Gut. Noch fünf. Drei. Meine Nase. Zwei. Komm an. Einer. Und hoch. Geschafft. So, Leute. Gut gemacht. Trink kurz Wasser, schnaufen und dann geht's ans Stretchen. Und oh, Leute. Es runterzubringen. Richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Jetzt hoffe ich, dass wir überhaupt noch live sind. Stell dir mal vor, wir sind die ganze Zeit hier und machen. Und keiner ist mehr da. Okay. Viel zu schwierige Übung, sagen die Leute. Manche sagen, super, dass ihr beide Varianten seid, schwer und einfach. Mitmachen. Ja, ihr zwei müsst unbedingt wiederholen, super gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Habt ihr aber auch super gemacht, wenn ihr es wirklich mitgemacht habt. Genau. Dann könnt ihr echt stolz auf euch sein. Wenn ihr das Gefühl hattet, das war zu schwer, dann ist es wirklich so, dass wir vielleicht auch nochmal irgendwann live gehen und das mal ein bisschen leichter für euch noch machen. Aber das Problem ist wirklich, man kann eigentlich das gar nicht für jeden recht machen. Genau. Es gibt ja Leute, für die ist das jetzt vielleicht auch Pennefalle. Ja. Ach, man weiß es ja nie.
Jeder aber ist da anders. Wenn es für euch zu schwer war, ihr werdet irgendwann an den Punkt kommen, da werdet ihr das genauso schaffen wie wir. Genau. Bei uns war es auch nicht so, dass wir das von heute auf morgen geschafft haben. Das ist natürlich auch wirklich konstant immer wieder dranbleiben, immer wieder weitermachen. Konstant durchziehen bis zum Ende, immer die ein, zwei Übungen mehr machen, obwohl man nicht mehr kann. Yes. Und dann kommt ihr genauso an den Punkt, wo ihr das nicht easy peasy, aber wo es euch einfach leichter fällt. Also, guck mal, also wir sind auch aus der Puste, wir schwitzen und wir machen das regelmäßig. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass Sport etwas ist, wo man irgendwann sagt, ach ja, alles ist einfach. Und wenn, dann macht man halt wieder Sachen, die wieder schwerer sind und die einen wieder herausfordern. Das ist ja das Tolle am Sport. Das Tolle am Sport ist, dass man sich selber immer wieder herausfordern kann. Aber kleine Schritte, langfristiger Erfolg, weil das bringt uns ja allen nichts, wenn wir mit volle Lotte anfangen. 500 Burpees, jetzt mal extrem gesagt, und dann habt ihr keinen Bock mehr. Ja, das ist ja nicht das Ziel. Wir wollen langsam anfangen, uns langsam steigern, damit es Kontinuität gibt und dass wir einen langfristigen Erfolg damit haben. Ja. Stretchen. Arme hoch, lang machen. Und während des Stretchen denkt ihr nochmal darüber nach, wie toll ihr das gemacht habt. Wirklich. Großer Applaus an euch. Ganz, ganz wichtig. Genau. Immer irgendwo anfangen. Ganz viele fragen mich immer, ja, wie hast du das geschafft? Also seit Dezember habe ich ja jetzt knapp 9, zwischen 8 und 10, ich kann das immer nicht so hundertprozentig sagen, Kilos abgenommen. Aber das kommt natürlich wirklich einfach nicht nur vom Zuhause rumsitzen. Ne? Das kommt wirklich davon, dass ich hier im Gym bin oder meine Übung zu Hause mache oder mit Lea trainiere. Das ist wirklich immer wieder am Ball bleiben, immer wieder wirklich sich selber herausfordern. Und denk dran, es sind zwei Wege. Einmal Workout und Sport, einmal das Essen. Ernährung ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sage zu allen meinen Damen, die mit mir trainieren, 80% Ernährung, Nutrition, 20% Workout und Fitness. Das ist die Realität. Ohne denen geht es leider nicht. Ja, vor allen Dingen, man muss sich manchmal so vor Augen nehmen, wie viel Zucker oder wie viel Kalorien wirklich so Kleinigkeiten stecken, wo man es gar nicht so drin erwartet. Genau. Ne? Da habe ich ja auch, also ich habe so einen Fitness-Tracker, so eine App, wo ich das wirklich dann auch mal ganz genau sehe. Und manchmal bin ich wirklich erstaunt, was in so Kleinigkeiten drin steckt. Ne? Und es fängt schon bei solchen Sachen an wie auch Früchte. Ne? Also dann denkt sich der eine irgendwie so, ach ja, jetzt schneide ich ja mal eine Wassermelone im Sommer. Eine Wassermelone ist ja nur Frucht. Kann ich eine ganze essen, die am Pool? Ja. Schwierig. Viel Zucker ist da drin? Super viel. Wassermelone ist eins der Ananas auch, oder? Ja. Ananas. Was aber nicht bedeutet, dass ihr das nicht dürft. Überhaupt nicht. Nee, und auch zu Tageszeiten. Ja. Ne? Also wenn ihr das jetzt irgendwie, keine Ahnung, kurz vorm zu Bett gehen macht. Euer Blutzuckerspiegel. Ja, schießt in die Höhe. Es ist einfach super schlecht und dann fällt er so richtig, richtig ab. Und dann seid ihr am nächsten Morgen auch richtig müde. Ihr seid kaputt, ihr seid einfach nicht fit. Und es ist so wichtig, wirklich, dass man auch so ein bisschen, sich so ein bisschen beobachtet dabei. Wie habe ich gegessen und wie fühle ich mich den nächsten Tag? Ja. Und sehr, sehr realistisch und ehrlich zu euch, weil es euch selber nicht, wenn ihr euch selber bescheißt und schummelt. Auch wenn es hart ist. Für mich ist es genauso hart. Aber ich weiß, wenn ich schlecht esse, geht es mir automatisch nicht gut. Wenn ich zu spät esse, nicht. Das sind einfach alles Sachen. Ich finde ganz wichtig ist, also ganz, ganz wichtig ist, dass ihr lernt, daraus so einen Lifestyle zu machen. Das heißt, das darf gar nicht so eine Quälerei sein. Ihr müsst Sachen finden, die gesund sind, die euch schmecken. Ja? Wo ihr Spaß am Essen habt, trotzdem. Ja, also es darf nicht nur so ein Verzicht. Nein. Immer nur das Gefühl haben, man verzichtet auf alles und man verzichtet auf seine Lebensqualität und man ist überhaupt nicht mehr happy. Das soll es nicht sein. Definitiv nicht, weil es ist Lebensqualität. Wenn wir den ganzen Tag nur, weiß ich nicht, was sollen wir essen, Salat weiter essen, dann bringt es ja auch keinen Spaß mehr. Wobei, und das muss ich auch sagen, deswegen meinte ich, man muss es lernen. Ich zum Beispiel, ich liebe Salat mittlerweile und ich würde einen Salat fast davor ziehen. Ja, natürlich. Weil ich mittlerweile so oft Salat esse und auch weiß, welche Kombination an Salat mir schmecken, dass ich das mittlerweile, also
der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist einfach so. Man gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich an den Sport, an dieses, ne, ständige sich herausfordern. Ja. Und genauso gewöhnt man sich auch an gesundes Essen. Genau. Und wo wir auch ein Thema sind, Kinder. Ihr als Eltern zeigt euren Kindern, was gesund und was nicht gesund ist. Was bei euch abends auf den Tisch kommt, ja, das spielt eine große Rolle, wie die Kinder aufwachsen und was sie selber annehmen. Das ist einfach so. Es zieht sich komplett durch die Bank weg. So, nochmal tief einatmen zum Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank an eurer Stelle, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr eingeschaltet habt. Richtig, richtig cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau. Wir wünschen euch allen noch einen wundervollen Sonntag. Für alle, die das super interessant fanden, das wird abgespeichert, sowohl bei Lea auf dem Account als auch bei mir auf dem Account. Und es wird auch auf meinem YouTube-Kanal gespeichert. Also könnt ihr auch gerne da vorbei gucken und einfach reinklicken. Könnt ihr es nochmal groß an eurem Fernseher öffnen und nochmal mitsporteln. Ja, genau. Falls ihr Fragen habt, Anregungen habt, immer jederzeit melden, wir uns eine Nachricht schicken. Unsere Accounts sind ja hier im Live verlinkt. Also ganz liebe Grüße und vielleicht bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntag euch. Macht's gut. Ciao.